Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungssystem Himmel. Im letzten Part sind wir ja hier stehen geblieben im Zeitturm und wir begeben uns jetzt heute ein bisschen, ja, ein bisschen höher, höher, es ist ja nicht tiefer, in den Zeitturm. Willst du weitermachen? Ich will weitermachen. Wir sind jetzt bei der Zeitturmspitze, man sieht schon direkt Porygon Z und Bruta fucking Lander. Holy Mother of God. Das kann sehr, sehr schwer werden. Vor allem... Ja, toll, jetzt werde ich natürlich wieder angerufen. Angeschrieben. Ja, ich wollte schon sagen, vor allem, wenn Durchbruch daneben geht. Aber es geht ja jetzt gerade noch. So, noch einmal, komm. Ja, Wulzki. Oh, ja, was? 125 Schaden? Okay, ich meine Volltreffer, aber trotzdem. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass in Pokémon Mystery Dungeon... So, der Schaden, der durch die Volltreffer, der Schaden von die Volltreffer, dazu addiert wird, ist irgendwie nicht wirklich wahr. Ich weiß nicht, inwiefern in Pokémon, ich habe irgendwie in Pokémon Mystery Dungeon irgendwie so das Gefühl, dass hier die Volltreffer weniger Schaden machen als in den normalen Pokémon-Spielen. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber... Ich würde sagen, dass, glaube ich, die Volltreffer nicht dieselbe Quote hier haben. Dieselbe Quote, ja klar, denselben Schadensmultiplikator. Zumindest würde ich das jetzt sagen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt sich ja einer von euch da ein bisschen besser aus. Der sollte mich dann mal korrigieren, aber ich... Zumindest kommt mir das irgendwie so vor und ist mir auch schon seit längerem irgendwie so aufgefallen. Der hat schon wieder Hitzeschutz, oder wie dieser auch mal heißt. Speckschicht ist es bei denen ja nicht. Macht ja auch keinen Sinn, die bestehen aus Eisen. Aber ich glaube, die hieß irgendwie Hitzeschicht, Hitzeschutz... Hitzeschicht. Hitzeschutz, glaube ich. Es nervt. Es nervt wirklich es nervt wirklich schatt. Also heute habe ich es auch echt mit diesem Ausländerausdruck, ne? Es nervt wirklich schatt. Weißt du, ich weiß nicht. Heute bin ich im Ausländer-Feeling. Heute kommt so der ach du Scheiße. Heute kommt so der Halbpole aus mir raus. Was, bei ihm war das noch nicht mal sehr effektiv oder was? Doch, sehr effektiv. Ich habe das gerade anscheinend überlesen. Und es wird hart, kann ich euch sagen. Es wird hart. Aber ich finde es krass, dass ich auf Level 39, beziehungsweise ich bin persönlich auf Level 38, aber dass ich auf Level 38,5, treffen wir uns in der Mitte, hier so gut durchkommen bisher. Weil ich kann mich erinnern, dass ich sogar... Ja, ich kann mich erinnern, dass ich sogar auf Level 46 ungefähr war und ich immer noch Probleme hatte. Vor allem in diesem verborgenen Land. Daran erinnere ich mich ganz genau. Ich hab... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ach du Scheiße, das war sehr knapp. Also ich kann mich erinnern, dass ich wirklich Probleme hatte. Sogar schon auf Level 46 und das ist ungelogen. Das war 46 so um den Dreh. Nein, Ladungsschuss, ich bin tot. Wie viele... Ich habe gar keine Belebersamen mehr. Ach ja! Ach! Nee. Ich habe echt keine Belebersamen mehr. Wie soll ich denn das dann packen? Nein. Okay. Das kann hart werden. Ampelleuchte. Ach, na klar, da ist schon der Ladungsstoß direkt. Ich bin natürlich direkt paralysiert. Also die Porygons hier in diesem scheiß Dungeon gehen sie mir aber richtig auf den Sack hier. Mein Gott, ey. Und ich kann auch schon die ganzen, grünen Gummis, genau, diese ganzen Gummis verwenden, wie gesagt. Weil ich brauche die nicht. Weil bis wir wieder zurück sind oder bevor wir wieder in Schatzstadt sind, naja, müssen wir etwas sehr, sehr, naja, wie soll ich sagen, sehr, sehr Großes bekämpfen, muss man sogar sagen. Oh nein. Weißt du, ich wollte noch nicht mal diesen einen Schritt noch gehen, aber... Ach, egal. Nein! Och, was mache ich denn, Marcel? Konzentration, bitte. Unlicht, genau. Nein, kannst auch gleich essen. Essen, Daniel, zack. Danke. Leider boostet sich da... Ja, Brutalanda, natürlich verbrennst du den, klar. Danke. Ist so ganz stumpf. Danke. Oh, Brutalanda ist anscheinend in dem Sprengraum drin. Ah, Geld muss man immer mitnehmen. Geld regiert die Welt, meine Lieben. Ja? Nehmt immer Geld mit. Nein, da wollte ich gar nicht hoch. So, es gab eine kleine Unterbrechung. Ich bin wieder da. Drei Streich, come on, Bronzong. Du überlebst das nicht.
die geballte Power von Marcel und Daniel, also mir und Daniel natürlich, oder Daniel und mir, der Esel nennt sich natürlich zuletzt, wobei in dem Fall wäre es Daniel, aber... Och nö, ich meine, okay, es ist ein Porygon 2, aber ich sehe schon, wie das hier angedackelt kommt und mich schon wieder mit Ladungsstoß nerven will. Oh, ja, oder ein Tackle, das einfach mal... Oder ein Tackle, der einfach mal so um die 60 Schaden macht. Na klar. Oh nein. Nein, ich sehe schon wieder Porygon Z hier. Mann, ich will ja echt nicht. Porygon Z ist ekelhaft. Ich sehe schon Ladungsstoß, komm. Ah, traust dich nicht, wa? Hast du Angst vor uns? Och, anscheinend hat es doch keine Angst. Oh Mann. Oh, ich habe aber Angst vor Porygons. Porygon Z vor allem. Tarnsteine, kein Belebersamen. Mann, ich brauche Belebersamen, Mann, fuck. Das ist nicht gut. Scheiße. Ich habe keinen Belebersamen, das ist überhaupt nicht gut. Ich will nicht diesen ganzen Dungeon wieder von vorne machen. Ah, jetzt habe ich kein Flammenrad mehr, fällt mir gerade ein. Oder? Ja, na klar. Scheiße. Oh! Wisst ihr, das ist so der Punkt, wo ich am liebsten einfach mal den Part beenden möchte. Habe ich ein Orb oder sowas? Nein. Ich teleportiere mich zur Treppe. Bitte, Daniel, überlebt das. Ja, ja. Daniel, bitte. Nein! Mann, ey. Ein verkackter Schritt. Ein Schritt. Och. Was? Ich kann da... Ich wollte gerade sagen, ich kann doch nicht allein... Och, Mann, ey. Oh, das war nicht gut. Ja, halt die Klappe. Ach, wir spawnen wenigstens hier wieder. Okay, dann ist ja nur halb so schlimm. Aber wir haben unser Inventar doch verloren, oder nicht? Nein. Nein, und er hat auch sein Ba... Wenigstens habe ich noch Sinelbeeren. Top-Elixier habe ich auch noch. Boah, wie viel verliert man denn bitte? Ich glaube, ich hatte 4 Seiten oder so. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Und dann habe ich auch noch in dem Part davon gesprochen. Ich hatte eigentlich gar keine Probleme jetzt bisher. Ja, du kannst dich angreifen. Bla bla bla, ich kenne das ganze Geschwafel ja schon. Oh Mann. Diese hässlichen Kack-Monsterräume. Ich fass es nicht, wie diese hässlichen Scheiß zweimal gehen die Attacke daneben. Vor allem gehen die Attacke daneben. Alter, ich bin gerade echt ein bisschen salty, ein bisschen angepitt. Nein, ich sehe schon das Porygon Z. Ladungsstoß, ne? Komm. Ah, schade. Hat er sich nicht getraut. Egal, auf ein neues, wir schaffen es diesmal. Ich habe Optimismus. Wir schaffen das diesmal, komm. Wir müssen nur an uns glauben. So, und ich werde jetzt auch diesen Orb hier mitnehmen. Erstens, ich habe Platz im Inventar und zweitens, falls es dann wieder zu einem Monsterraum kommt, ey. Stopper-Orb, war das nicht sogar etwas, was alle Gegner... Ja genau, versteinert alle Gegner. Guck mal, perfekt, wir sind schon mal für einen Monsterraum gesichert. Gesichert, sage ich euch. Okay, Wirbel-Orb ist extrem unnötig, aber ich kann es ja jetzt schon mal einsetzen... Tschüss. Ich find's aber noch so geil. Okay. Da er nicht so weit weggeflogen ist, ist dahinter wahrscheinlich jetzt ein anderes Pokémon. Muss eigentlich. Muss eigentlich. Der ist ja nicht so weit geflogen. Hä? Der ist doch nicht bis ganz da hinten geflogen. Ich bin nur einen Schritt gelaufen, hab den sofort wieder getroffen. Hallo? Ja klar. Danke. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Das ist also dieser Zeitturm. Nein, 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 nein. Ja klar, ja klar. Oh. Ich gehe mal einen Schritt nach da. Hier sollte er mich eigentlich nicht damit treffen. Was? Was? Wieso kannst du mich hier noch damit treffen? Och, das Spiel ist doch rigged. Das Spiel ist rigged. Och, dann ist es hier auch noch. Heute verschwört sich jeder gegen mich. Jeder. Jeder. Ich meine ausnahmslos jeder. Och.
Nein, ich bin gleich tot. Ja, tschüss. Ja. Och Mann, ey. Meine Fresse. Oh, scheiße, das sollte ich nie machen. Meine ganze Tastatur ist wieder voller Spucke. Kann man wieder zurück? Nein. Okay, dann nicht. Nein, 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 nein. Das Risiko gehe ich dann nicht ein. Och, ich habe gar nichts mehr gleich. Gar nichts habe ich gleich mehr. Oh, aber wenigstens habe ich das Neonband noch, ey. Ah, ja. Fängt schon mal super an hier, ne? Komm, Ladungsstoß, ich sehe es doch schon. Ah, schade. Ich habe damit schon gerechnet. Auf ein neues, würde ich dann mal sagen. Auf ein... Ja, ja, klar. Komm, mach auch noch einen Volltreffer jetzt, Bruder Lander. Ach, schade. Ja, paralysieren, na klar. Und nochmal zurückschrecken. Und Volltreffer, ja. Ja, das ist doch... Nee, Leute. Tschüss.